Der nachösterliche Handel hat nicht für alle gleichermaßen gut begonnen. Der DAX beispielsweise, der ist gleich mal in die Pause gegangen, kurz nach Eröffnung. Wir sehen das hier an der Flatline. Hier gab es überhaupt keine Kurse. Es gab Probleme und dementsprechend keine Kursstellung, zumindest mal hier beim Index. Der DAX als Future oder dementsprechend natürlich, wer ihn auf CFD-Basis sich angeguckt hat, der ist natürlich gelaufen. Also wir sehen das jetzt hier und hatte sich sogar noch in der Summe zumindest mal erst noch mal ein bisschen positiv entwickelt. Jetzt jüngst kommt er allerdings dann doch wieder ein wenig runter. Und zwar macht er damit alles wieder kaputt, was heute im Laufe des Tages erstmal wieder gut aufgenommen wurde. Gucken wir uns mal den Dow Jones an. Den hatte ich nämlich vorhin schon auf meinem Kicker eigentlich hier für einen Trade. Nur, dass man so mal das Gefühl dafür bekommt. Wir hatten immer noch die Trendrichtung nach oben, beziehungsweise eigentlich war es der S&P, den ich auf meinem Plan hatte. Hier im kürzerfristigen Chart, die Trendrichtung war schön nach oben, die Abwärtsseite war wunderschön fallend. Es war allerdings ja ein bisschen natürlich kurzfristig jetzt, um davon jetzt intraday dann zu berichten oder auch im Rahmen des Trade des Tages davon zu berichten. Und wir sehen, dass der Markt hat quasi nicht so wirklich mit Schub begonnen, sondern sehr, sehr wackelig. Und selbst wer ihn gehandelt hat, die Richtung, das hat sich natürlich bestätigt, aber der wurde unter Umständen, je nachdem wie der Stop gesetzt war, dann nochmal bestraft durch solche Spikes hier auf der Abwärtsseite. Bis dahin war die Aufwärtsrichtung die dynamischere und die Abwärtsseite die typischerweise zumindest mal weitaus weniger dynamische. Das kann sich jetzt geändert haben, denn qua heute Nachmittag oder seit heute Nachmittag hier hat sich der Kurs deutlich dynamisch auf der Abwärtsseite gezeigt. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt das Pendant hier auf der Oberseite, also der Markt, eben das, was wir hier mal auf der Abwärtsseite hatten, kriegen wir das nach oben und dann können wir davon ausgehen, dass sich sowas nach unten nochmal fortsetzt. Verdient hätte es der Markt, denn wir sind weit gekommen schon. Wenn wir den Future-Markt mal hier im 4-Stunden-Chart angucken, unsere klassischen Lieblingszonen, 50 bis 61, 8 Fibonacci, sowas mag ein Kurs eigentlich ganz gerne, die haben wir hier gesehen und eigentlich damit alles gesehen und alles erreicht, was wir haben mussten, um so ein typisches Bild hinzubekommen. Auch im Sinne von Symmetrien, also das ist relativ ähnlich hier, der vordere und der hintere Teil. Also wir können fast davon ausgehen, dass wir einen Anstieg, dann eine ABC-Korrektur und danach nochmal irgendeinen Anstieg jetzt hier irgendwie in irgendeiner Form hatten. Wir haben alles gesehen, was wir brauchen. Was bedeutet das Ganze jetzt? Geht es weiter nach oben? Ja oder nein? Das werden wir tatsächlich in den nächsten Stunden sehen, nämlich daran, ob die Abwärtsseite übergeordnet doch eher wackelig aussieht, dann kann man natürlich sagen, Mensch, das Prinzip kennen wir doch, das haben wir doch eben schon mal besprochen, dann wird es wohl weiter nach oben gehen, wobei ein kritischer Punkt nochmal sein wird, gibt es eine Überschneidung hier? Falls ja, wäre das zumindest mal nicht herzallerliebst, das wäre nicht unser Lieblingsbild. Wird es aber tatsächlich so wie im Kleinen hier angedeutet, das ist natürlich im kleinen Bild jetzt nur, das wäre ja nur ein ganz kleiner Teil hier als Rücksetzer, dass sich das sogar intensiviert und der Markt hier deutlich noch mehr an Fahrt aufnimmt, also weiterläuft als so diese 1:1-Relation, auch wenn diese Marke hier nach unten nochmal durchstoßen wird, dann spricht immer mehr dafür, dass dieses ABC-Muster vorbei ist und wir dann vielleicht auf der großen Ebene sagen können, hey, da sind wir runter, dann sind wir ABC nach oben und jetzt kommt früher oder später nochmal das. Wobei auch hier müssen wir noch eine Option, na, jetzt habe ich den Chart auch noch verschoben, nochmal im Hinterkopf behalten, denn es ist denkbar, dass sich das Ganze künstlich nochmal ein bisschen in die Länge zieht. Das heißt, ob wir dieses Zwischenstück nochmal bekommen und dann der Markt sich weiter nach unten fortsetzt oder ob er es quasi sofort schon macht, also sprich, dass wir dieses Teilstück jetzt weglassen und der Markt hier runter geht, das steht noch offen. In beiden Fällen kann man aber sagen, vorläufig sieht es nach der Abwärtsseite aus. Das muss noch nicht notwendigerweise ab sofort jetzt sein. Dieser kleine Rücksetzer hier im 5-Minuten-Chart, das ist noch keine Garantie dafür. Wir hatten ja auch hier schon mal schnelle Abwärtsbewegung. Wichtig ist die Kombination, nämlich dass abwärts steil ist und dass aufwärts relativ schwach ist und dabei nochmal der Trigger-Gedanke, also sprich irgendwelche Zwischentiefs, solange der Kurs dann, die Tiefs hier alle noch steigend sind, ist ja noch alles mehr oder weniger in Ordnung. Ja, erst wenn das dreht und wir also getriggert werden, wäre das ein Hinweis. Also, wir sind in einer spannenden Situation. Die nächsten Stunden werden es zeigen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auf einer Drehrichtung unterwegs sind. Deshalb das unbedingt mal im Auge behalten. In diesem Sinne,
drücke ich die Daumen, dass wir alle auf der richtigen Seite sind und natürlich gesund bleiben. In diesem Sinne, alles Gute und liebe Grüße.